Was machst du da? Zuerst Gushit. Cashflow. Alter, das ist homosexuell. Alter, hol Baba! Das ist der Homosexuelle, Alter. Du ziehst vorhin mit Unterstützung von Thomas. Welchen Thomas? Soll ich kurzen? Also, was, hast du das nicht allein geschaut? Nein. Ja, muss ich dir schauen. So, ja, schau, Alter, wer kommt da? Maschine, Alter. Du hast jetzt zwei Schachteln. Interview mit schon ein bisschen selber drauf. Ja, fix, Alter. Der Willi hat mir gesagt, dass wir zugesperrt, also wer zugesperrt waren, wenn sich nicht übernommen hat. Also er, weil er hat sich ja von mehreren Angebot geholt und so weiter und die haben ein paar zugesagt, manche nicht und hat sich auf keinen verlassen können, aber haben ihn alle abgesagt am Ende. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass zugesperrt wird und deswegen habe ich es übernommen. Ja, da, schau, jetzt machst du wieder so. Aber du musst da stabil sein. Verstehst du das? Ja. Was du nicht machen darfst. Und, aber sonst, ich meine, das sind dann so Zusätze, wenn du über den Knie bist, dass das Becken mehr vorschiebst. Du ziehst jetzt einfach nur drauf. Aber eigentlich musst du, wenn du über dem Knie bist, schiebst du nur noch das Becken vor. Ja, also ich trainiere in der Rabenstraße und im Fitnesscenter Raven Street, weil es einfach so schöne Geräte hat. Die sind wirklich schön, die sind nicht optisch schön, sondern sie kennen was, die Geräte. Das erstens. Zweitens ist das ein sehr kleines, angenehmes Fitnesscenter, wie jeder jeden kennt. Wo es nicht so wie im CD so genau alle. Und ja, das ist halt der nette Ewald hinter der Pudel. Schau, wir haben es da schon! Schau, Alter! Wir gehen ins Fitnesscenter nur damit Wellness und so ein Scheiß an. Oh, Martin? Was ist okay, schon ein du warst bei der Mauer? Ja, okay. Also da warst du mal Leibwand drauf, ne? zwei Stunden ohne Pause. Was? Nein, warte, 15. Ja, 15 bist du. Der Ding ist zu wenig, glaube ich. Ja, Rich. Ich weiß nicht. Ich steile dich jetzt an. Ja, ich mache ein Foto. Ja, du machst ein Foto. Okay. Ciao, bitte. Servus. But you, did you self compete as well or not? It's a very good old school gym. That's the type of gym I grew up in the 80s. Whenever I go to different cities, I always try the most hardcore gym. So it's a very good choice. Yeah. And you put it under his ass. If he lifts his ass, he'll play protection. So because his problem is he goes up with his butt. Yeah. Take the shit out of him. Yeah. So you sit on that. Alright, guys. Put your left hand in front. Ah, so you cheat. Your eyes will fall, yes? Yeah, I can feel the ball. Okay. Einmal, dann muss ich auf 95 und dann schauen wir. Aber mach wirklich nur eine mit. Ja, nein, ich mach nur eine. Okay. Das ist meine Hoffnung, Alter. Richtig klasse, oder? Es ist eigentlich irgendwem aufgefallen, dass wir das reingeschoben haben. 10 cm mehr Platz da. Sehr gut, na dann komm her, dann drehen wir einen Film über Philipp Geburtstag Kind und wir machen dich Fame. Massiv, Alter! Alter, spannst du Rücken an! Oder will ich noch? Was
also wie ich reingekommen bin, kann ich mich noch erinnern. Ja. Ich hab gesagt, Outtara-Studio. Ich bin ja von CD gekommen, gell? Ja. Das Outtara-Studio, gell? Sag ich da gleich. Hat er das gesagt? Ja, da ist nämlich wieder runtergegangen, da weiß ich noch, da habe ich irgendeine Leiste mitgehabt, weil was passt, dann müssen wir wieder herstellen. Jetzt zeigt das Studio, gell? Das ist aber ein Outtara-Studio, gell? Jetzt so wie ein Weicheier oder so. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Lena Philipp, happy birthday to you. It really helps for example, if you usually get angry over it, then yes. You're much more calm. Then. Exactly. Yeah, and this is really exactly. An advantage. Yes. Yeah. Ich habe viel gelesen, also das ist eigentlich nur wenig, weil wir die Ausbildung auch gemacht und viel mit solchen Leuten zu tun, also die wirklich viel Ahnung haben. Ich hab Bock, Alter, schau dir das an. Das ist, dass jeder ein Ziel, was er definiert, raufschreibt. Und er selbst bestimmt auch das Enddatum. Der Sinn dahinter ist, dass wenn man runterkommt und reinkommt, dass man gleich weiß, warum man überhaupt da ist, weil ohne Ziel das Training kann Sinn, generell im Leben. Du musst immer ein Ziel haben, dass du weißt, wo du hin willst. Neues Ziel. Für den Mister. Okay, du bist Autogramm. Alter, wenn du da noch einmal was rausschaust, krieg ich mir den Stift, Alter. Wohl Farbe oder nix. Ich hab keinen eigenen Lackstift, oder? Ja. Und was war in der CrossFit-Box in München? Kreuz 175 Kilo, 5,5. Easy. Wirklich. 180, genau bleibt. Hat er aber nicht gemacht. Ja, mach ich eh am Mittwoch. Aber wenn du am Mittwoch dabei bist, dann sehen wir's. Kreuz über den Party. Gerade, ja. Wo ich hier trainiere, weil es einzigartig frei an der Studie ist. Er trainiert er nicht da, der ist Arschloch. Filmst du dich jetzt zu Arschloch? Nein. It's my warm-up! Don't forget this! Das ist ja motiviert.